7,5 Jahre Knast für diesen tödlichen Horrorcrash. Mit 160 Stundenkilometern rast ein 23-Jähriger in seinem Range Rover über eine Schnellstraße im Westen Londons. Überwachungskameras filmen, wie er die Kontrolle über seinen 200.000 Euro teuren Wagen verliert, in eine Tesla-Werkstatt rast, sich überschlägt und schließlich auf den Gleisen einer Londoner U-Bahn-Station landet. Seine 35-jährige Beifahrerin, die er offenbar mit seiner rasanten Fahrt beeindrucken will, wird aus dem Auto geschleudert und verstirbt noch am Unfallort. Der Fahrer selbst verliert ein Bein, aber überlebt. 9 Monate nach dem Horrorcrash muss sich der Raser jetzt wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge vor Gericht verantworten. Die Überwachungsvideos der Tesla-Werkstatt werden als Beweismittel gezeigt. Das Urteil der Richter: 7,5 Jahre Gefängnis.